Er gibt auch bei unlösbaren Aufgaben einfach nicht auf. Er ist in Topform und er ist einfach sly. Sylvester ist einer der heterosexuellsten Menschen, die ich kenne. Dann greife ich in mir und wir tanzen. Und er wollte mich umbringen. Manche sagen, er ist schwierig und ich konnte sehen, wo. Er schrieb das Drehbuch und wollte niemand anderen die Hauptrolle spielen lassen und gewann den Oscar. Er spielt gern den Dummkopf, aber er ist ziemlich schlau. Er hatte immer einen Plan. Ich schaue in den Spiegel. So hat mich die Welt nie gesehen. Die Leute beurteilen ein Buch nach seinem Titelbild. Ich habe nun mal kein fröhliches Gesicht. Sly ist sehr klug und sehr deutlich. Er sieht fantastisch aus, ist in Topform. Er ist einfach Sly. Er hat immer etwas Leidenschaftliches. Er erfindet sich dauernd neu. Er hat immer was am Laufen. Wunderbarer Regisseur und Schauspieler. Er ist streng mit seinen Kindern, aber er würde für sie töten. Er will nur, dass alle gut drauf sind. Als hättest du noch einen Bruder. Er ist ein großartiger Vater. So italienisch und so viel New York. Er kommt in ein Zimmer voller Leute und ist sofort mit jedem im Gespräch. So wie John Lennon früher. Oft wollen sich die Leute im Film selbst wiederfinden. Oder eine Idee von sich. Ich glaube, das kann Sylvester Stallone wunderbar. Alle sehen ihn an und sehen jedermann. Er ist ich. Du weißt, was ich meine? Frauen lieben ihn. Und ich würde mit ihm Pferde stehlen. Sly ist pure Leidenschaft. Und du nimmst es ihm ab. Du glaubst Rocky. Du glaubst Rambo. Und du glaubst Sly. Er ist der American Hero. Ich verkörpere ein bestimmtes Wunschbild. Man verbindet eine bestimmte Philosophie und Statur mit mir. Man würde mir keine Rolle in Notting Hill geben. Ich bin nicht der nette Junge von nebenan. Ich verstehe diese Wahrnehmung. So sehen sie dich. Du bist das Produkt. So wollen sie dich in deinen Filmen sehen. Sie wollen dich nicht in lauter verschiedenen Rollen sehen. What jewels? The jewels he stole from. He stole jewels from you too? Yeah, so he can marry my daughter. Lisa. That Lisa, Teresa. How come nobody's never met this daughter, Teresa? Because she's not my daughter, capisce? Yeah. Nur wenige andere Actionstars haben am Anfang ihrer Karriere solch unglaublich menschliche Filme gemacht, in denen sie so wirkliche Menschen spielen. Er hat nicht nur in Rambo den Krieger dargestellt, sondern auch in Rocky den Helden. Und deshalb sind die beiden Charaktere in der ganzen Welt so bekannt, weil sie etwas sehr Menschliches haben und auch etwas sehr Männliches. Sylvester ist ein Filmstar. Nicht viele schaffen das. Sie wollen es werden, aber sie schaffen es dann nicht. Sly brachte der Filmindustrie wahrscheinlich 10 Jahre lang die meisten Gewinne. Er war das Herz der Filmindustrie. Viele der großen Filme, die es heute gibt, haben wir seinem Erfolg zu verdanken. Er hat wirklich sehr viel dazu beigetragen, den Actionhelden wieder neu zu erfinden. Danach stand jeder Actionheld unter diesem Druck, genauso gut gebaut zu sein, diesen Bizeps und diesen männlichen Körper zu haben. Dazu hat er beigetragen. Das war revolutionär, wenn man an die Rocky- und die Rambo-Filme denkt und wie er darin aussah. Wenn man so ein Star ist, ist man immer präsent. So ein interessanter Mann. Er ist so viel mehr, als die Leute glauben. Die ganzen Rocky-Filme und das harte Junge-Getue. In Wahrheit ist er überhaupt nicht so. Er ist fantastisch gebaut und toll. Aber er ist sehr intellektuell, sehr künstlerisch. Und er kann dich immer wieder überraschen. Er ist eine Überraschung.
Im Innersten ist Sylvester immer derselbe geblieben. Er ist wirklich ein Künstler. Er kann schreiben, er kann malen, er kann Regie führen. Er ist ein Dichter. Das ist er. Er malt riesige Bilder mit sehr gewagten, grellen Farben. Ich habe ein paar sehr gute Bilder gesehen, die er von sich als Rocky gemalt hat. Aber auch abstrakte Bilder. Die mag ich am liebsten. Er versucht, so eine Aura zu verbreiten. Lasst mich in Ruhe, ich will von niemandem was. Aber das ist alles Mist. Er gibt immer allen alles. Er gibt ihnen sein Leben, seine Kraft, alles, was er nur geben kann. Wenn dann nichts draus wird, ist er sehr enttäuscht. Dann muss ich ihn daran erinnern, dass das ein Geschäft ist. Das sind nicht deine Freunde. Deine Freunde sind andere. Er hat Schwierigkeiten, das auseinanderzuhalten. Wenn ich mit Leuten Streit habe, von denen ich glaubte, sie seien Freunde, und die sagen dann, ach, es ist doch nur Business, finde ich das nicht richtig. Es ist eben nicht nur Business. Kumpel sind Kumpel, und das Geschäft kommt erst danach. Er hat ein paar Freunde. Mich hat er sich unglücklicherweise auch ausgesucht. Wenn du mit ihm befreundet bist, ist es, als würdest du ihn schon immer kennen. Keine Ahnung, wann ich ihn kennengelernt habe. Vom Gefühl her kenne ich ihn schon ewig. Sly ist absolut loyal. Wir haben uns bei einem Konzert kennengelernt. Backstage, bei einer Show in L.A. Und er trug eine gelbe Perücke. Sah gut aus, wie Beethoven aus dem Weltall. Er war wirklich berühmt, als ich ihn kennengelernt habe. Noch berühmter ging nicht mehr. Aber ich habe ihn nie eingebildet erlebt. Ein Freund fürs Leben. Er ist wirklich großzügig. Ich habe gesehen, wie er Leuten geholfen hat. Und wenn er es tut, macht er es nicht, damit es die Leute erfahren. Er macht es, weil er ein guter Kerl ist. Es geht um Loyalität und Freundschaft. Und das kann dir manchmal das Herz brechen. Wenn man sich hier ausliefert, muss man manchmal was einstecken und wird verletzt. Aber schließlich bleibt man sich selber treu. Und das zählt. Er hat eine sehr sensible Seite. Er ist ein sehr sanfter Mann und das sehe ich auch in Rocky. Ich sehe einen Menschen, der nur aus Herz besteht. Als ich ihn traf, habe ich das nicht erwartet und war sehr erstaunt. Wir gingen in einen Spielzeugladen. Er wurde von etwa 5000 Achtjährigen umzingelt. Was ist los? Normalerweise schreien die, hey Rocky, ich liebe dich. Kann ich ein Autogramm haben? Aber Kids, es war wie in Willy Wonka. Diese ganzen Leute, die sich auf ihn stürzten, nur weil Spy Kids rauskam. Das ist verrückt. Wenn er auf der Straße quer durch die USA gehen würde, jeder wüsste, wer er ist. Everybody would know who he is. It's pretty scary. Ziemlich unheimlich, wenn du nicht mehr anonym bleiben kannst. Wenn man bedenkt, wie bekannt er ist, ist er dennoch sehr freundlich. Wir wissen, sie werden uns fotografieren. Also ziehst du dich entsprechend an. Du siehst so aus, wie sie das wollen. Du trägst diese Kleider und so und versuchst, wie der Filmstar mit seiner hübschen Begleiterin auszusehen. Aber so sind wir gar nicht. Das machen wir nur für die Fotografen, damit jeder ein gutes Foto machen kann. Zu Hause, in der Familie und mit unseren Freunden sind wir völlig anders. Zwanzig Jahre lang war ich sehr ehrgeizig. Ich habe versucht, alles zu machen und war nur damit beschäftigt, mehr zu erreichen und immer noch mehr Macht zu bekommen, mehr Ruhm. Egal, was die anderen sagen, darum geht's. Das verlangt oft, dass du viel von deinem Privatleben aufgibst. Und das habe ich getan. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann war es das nicht wert. Aber das wusste ich damals nicht, weil ich eben anders erzogen wurde.
Die Familie meiner Mutter war sehr gebildet, Anwälte und sowas. Mein Vater war ein hart arbeitender Einwanderer aus Italien. Es war wie in der Kindheit der meisten Babyboomer in den 50er Jahren. Zerbrochene Familien, Eltern, die sich immer wieder scheiden ließen. Wir haben fast kein Schlagloch auf der Straße des Lebens ausgelassen. Die amerikanische Saga, das sind wir. Sie kamen in den 30ern im Unterdeck eines Schiffes her. Das waren Leute, die aus eigener Kraft hochkamen, die den amerikanischen Traum hatten. Die kamen aus ganz verschiedenen Verhältnissen. Ich bin mit meinem Bruder auf die Militärschule gegangen. Ich ging auf dieselbe Militärschule. Das war nicht gut. Manche werden für die Sünden des Vaters bestraft. Ich wurde für die Sünden meines Bruders bestraft. Ach, Sylvester war dein Bruder? Ich sag ja. Na, da wirst du hier zwei schöne Jahre haben. Oh. Ich glaube, diese Erziehung hat meinen Bruder und mich immer mehr in die Fantasie getrieben. Denn die Realität war damals nicht so toll. Er war sehr dünn und er hatte eine leichte Lähmung am Mund. Deshalb war der Mund etwas schief und er wurde dafür gehänselt. Der Name Sylvester half auch nicht gerade. Damals kamen gerade die ersten Comics raus. Es gab The Flash, die Marvel und die DC Comics. Und ich war fasziniert davon. Aber dann sah ich Hercules. Und da wusste ich, das ist mein Vorbild. So will ich auch werden. Ich hatte überhaupt keinen besonderen Körper. Ich musste in der Dusche eine Schwimmweste tragen. Ich war wirklich dünn. Bei dem Versuch, Superman nachzumachen, habe ich mich sogar verletzt. Wenn er von einem Gebäude springen kann, dann kann ich doch zumindest von der Veranda springen. Ich zog eine Badehose an und hängte mir einen Friseurumhang. Natürlich hat er sich alle Knochen gebrochen. Dann fing er mit dem Gewichtheben an. Er wurde sportlich. Die Gewichte kamen uns aus den Ohren raus. Auch wenn ich nie an Steve Reeves herankam, wusste ich, das ist es, was ich will. Ich freundete mich mit ihm an und er war mein Vorbild, das ich immer noch versuche zu erreichen. In den 50ern sah sich meine Mutter immer die Show Barbellos an, in der Gewichte gestemmt wurden. Wir hatten tonnenweise Gewichte im Keller. Du nahmst dir keinen Trainer, du sahst dir mit deinen Freunden eine Zeitschrift an. Das sieht gut aus. Und dann stemmten wir Gewichte. Sly war sehr diszipliniert. Er hatte es schwer. Seine Eltern waren nicht reich. Er hatte nicht gerade perfekte Eltern. Niemand riet ihm, in welche Schule er gehen und was er tun sollte. Er musste es allein herausbekommen. Wenn du das versuchst, bekommst du auch die richtigen Antworten. Als klar war, dass er nicht fliegen kann, wollte er Schauspieler werden. Man sagte ihm, das sei nichts für ihn. Dein Mund ist schief, du nuschelst. Zu viele Muskeln. Du siehst nicht gut aus. Wenn dir die Leute erzählen, du schaffst das nicht, dann geht es genau darum bei Rocky. Rocky wollte nur eine Chance wie alle. Gib mir eine Chance, damit ich scheitern kann. Wir lebten im selben Apartment. Das war hart. Es kostete $71 im Monat und war direkt über einer U-Bahn-Haltestelle. Von den 80 Jahren Gepolter war alles schief und krumm. Ich ging ziemlich gut mit der Armut um. Ich blieb. Wenn ich irgendwie pleite werden konnte, ich schaffte es. Ich wusste, wie ich unten bleibe. Er schlief im Bett, ich auf dem Boden. Und der nächsten Nacht schlief ich im Bett und er auf dem Boden. Es war ein Zimmer ohne Bad, die Toilette im Korridor. Wir stellten unser Essen aufs Fensterbrett, um es kalt zu halten. Wir hatten keinen Kühlschrank. Wir liefen in Trainingshosen durch die Straßen von New York. Niemand sonst lief so herum mit Turnschuhen. Es gab damals keine Adidas. Wir hatten diese T-Shirts, das vergesse ich nie. Sie wurden Beefy-Tees genannt und waren ganz eng. Wir kauften sie eine Nummer enger und schauten so aus. Wenn wir durch Manhattan liefen, drehten sich die Mädchen um und sagten, wow, schaut euch mal die Typen an.
Wir waren nicht groß, aber wir fühlten uns groß. Wir hatten mächtige Arme und lange Haare. Manchmal taten wir auch nur so, als kämen wir aus dem Training. Wir hatten kein Geld, aber wir erregten Aufmerksamkeit. Es war lustig, so rumzulaufen. Das waren unsere prägenden Jahre, wo wir uns so eine Art Philosophie schufen. Da kam diese Limousine und George Harrison steigt aus. Natürlich ruft mein Bruder: Hey George, wie geht es? Ich sag zu ihm: Halt den Mund. George schaut her, meint: Ich kenne sie nicht, und geht rein. So war er. Er sagte: Eines Tages werde ich in dieser Stadt das Sagen haben. Meine Karriere vor Rocky war ziemlich holprig. Ich war kein bestimmter Typ. Ich sah nicht super aus. Ich hatte keinen super Körper. Nichts war super. Ich musste mir alles mühsam erarbeiten. Er war anders als die normalen Schauspieler. Er nuschelte etwas und war sehr muskulös. Das suchten sie damals nicht. Sie wollten so einen wie Robert Redford, mit Sensibilität. Er hatte Lords of Flatbush gemacht und Capone. Aber was war das damals? Nichts. Meine ersten 3 oder 4 Rollen waren Schurken, aber so habe ich mich nicht gefühlt. So wie ich mich sehe, sah mich die Welt nie. Ich sehe diesen netten, charmanten Typen, eine schüchterne Person. Und die Welt sieht einen Gauner, einen Typen, den man jagen muss. Man wird immer nach dem ersten Eindruck beurteilt. Er sieht bedrohlich aus, also ist er bedrohlich, bis zum Beweis des Gegenteils. Es wurde Zeit. Er war so 29, 30 Jahre alt. Es musste was geschehen. Also sorgte er dafür, dass etwas geschah. Wenn jemand meine Lebensphilosophie ausdrücken sollte, dann musste ich selber ein Buch schreiben. Von alleine würde es nicht kommen. Auch nicht mit der Post. Ich musste es machen. Ich schottete mich völlig von der Welt ab. Je weniger Ablenkung, desto besser. Ich malte die Fenster an, nur weil ich etwa schwarze Farbe gefunden hatte. Das stimmt. Er strich die Fenster in seiner Wohnung schwarz an, um nicht zu sehen, ob es Tag oder Nacht ist. Dann saß er 18 Stunden ununterbrochen am Schreibtisch meines Großvaters. Niemand riet ihm, in welche Schule er gehen und was er tun sollte. Er musste es allein herausbekommen. Wenn du das versuchst, bekommst du auch die richtigen Antworten. Willst du dein ganzes Leben auf Partys verbringen oder was man sonst noch so macht, wenn man jung ist? Oder willst du dich ein paar Stunden am Tag auf eine Sache konzentrieren? Es ist wie ein selbstverordnetes Exil. Manche Leute glauben, Schreiben sei etwas sehr Erfüllendes. Ich glaube, wenn dir ein guter Dialog oder eine gute Szene gelingt, dann spürst du das. Dann springst du vor Freude vom Stuhl auf. Geschafft. Aber das ist selten. Wenn mir jemand erzählt hätte, mein Bruder würde später mal für 10 Oscars nominiert, hätte ich das für Unsinn gehalten. Erstaunlich. Ich sprach für eine Rolle vor. Als ich aus der Tür ging, sagte ich noch: Übrigens, ich schreibe ein bisschen. Er meinte: Klar, wenn Sie mal was haben, bringen Sie es vorbei. Wenn ich das damals nicht gesagt hätte und er nicht: Bringen Sie es vorbei. Ich hatte ja gar nichts. Aber jetzt wusste ich, ich muss schnell was schreiben. Und 2, 3 Tage später kam er mit Rocky ein. 90% davon war nicht sehr gut, aber die Grundidee, die Keimzelle, war da. Also ging ich wieder hin und die sagten: Toll, gute Story, aber wer bist du? Wir nehmen es, aber dich wollen wir nicht. Ich verstand das. Ich hätte mich auch nicht genommen, ehrlich. Ich ging nach Hause und überlegte: Wenn ich oder ein anderer das Ding verkauft, dann gibt es vielleicht 150 Riesen. Die sind bald weg, dann kann ich von der Brücke springen. Genau darum geht es im Film, nicht aufgeben. Ich dachte mir: Gut, dann versuche ich mal einfach so zu sein wie der Typ im Drehbuch. Deshalb sagte ich Nein. Erstaunlich, was das bewirken kann. Manche werden ganz unruhig. Wie kannst du es wagen, Nein zu sagen? Er blieb hart. Und das war gut so.
Im Überschwang und der typischen Ignoranz der Jugend lehnte ich weiter ab und bekam dann die Rolle auf einer sehr wackeligen Basis. Beim ersten Fehler bist du raus. Und ich hatte das Gefühl, die erste Woche würden sie mit mir drehen, mich dann feuern und dann wahrscheinlich neu drehen. Natürlich bestritt das jeder, aber das Gefühl hatte ich. Es lag in der Luft. Zum Glück fingen John Avildsen und die Produzenten mit den dramatischen Szenen an. In der ersten Szene, die wir drehten, jage ich als Ganove am Hafen den ersten Kunden und drücke ihn an den Zaun. Du schuldest mir Geld. Wenn du tanzen willst, musst du auch die Band bezahlen. And don't hit the face! Shut up! Not the face! It's the guy that wants the 200 now, yeah? I'm broke! Hunter, stick a hand, bro! It's the guy that says I should get the 200 or break your thumb, you understand? Please! Huh? Please! What's your name again? Huh? Bob! Bob. Listen, Bob. Listen, Bob. You want to dance, you got to pay the band, you understand? You want to borrow, you got to pay the man. Hey, I ain't emotionally involved, Bob, you understand? Give me some money. They went, Sie fanden, das hat was. Da könnte was draus werden. Gott sei Dank drehten wir die Szene so früh. Gene musste sich ganz schön anstrengen, bis ich das Drehbuch las. Boxen interessierte mich nicht. Ich hielt das für einen dummen Sport. Aber er meinte, bitte lies es. Auf der zweiten oder dritten Seite redet der Typ dann mit seinen Schildkröten. Ich war wie verzaubert. Das war eine fantastische Charakterstudie und eine Liebesgeschichte. Boxen war nur der Hintergrund. Das Thema war ziemlich geschmacklos und düster fürs Kino. Nichts Romantisches oder Lustiges. Es geht um einen kaputten Boxer, der nichts auf die Reihe bringt. Damit Rocky zumindest beim Boxen gut aussah, benötigten wir viel Zeit zum Üben. Ich überredete die Produzenten, uns dafür 2 Wochen zu geben und die Boxszenen ans Ende des Drehplans zu legen. Die Jungs hatten so viel Zeit wie möglich, um Boxen zu üben. Sie waren einverstanden. Als Sylvester und Carl Weathers am ersten Tag in den Ring stiegen, hopsten sie herum und riefen, ich mach dies und ich mach das. Ich sagte, Leute, so wird das nichts. Sylvester, warum gehst du nicht nach Hause und schreibst das Ding? Und er fand die Idee gut. Am nächsten Tag kam er mit 32 Seiten voller linker und rechter und das probten wir. Ich filmte mit meiner 8mm Kamera die Proben und zeigte ihnen das dann, damit sie sahen, wie schlecht sie waren. Wir übten und übten, immer wieder. Und am Ende wurden sie wirklich gut. Wir teilten jede Runde in 4 Teile auf. Als wir dann filmten, waren sie fantastisch. Wenn die Leute behaupten, es ist ein Boxerfilm, sage ich, nein, das ist ein Liebesfilm. Es geht um Adrian und ihren Verehrer, der zufällig ein Boxer ist. Ich kann das nicht stemmen. Das ist nicht meine Liga. Ich bin in großen Schwierigkeiten. Also er steigt zuerst aus dem Wohnwagen. Den teilten wir uns. Ich, er und die Garderobe. Es ist der erste Drehtag und er seufzte. Jetzt ist das Gequatsche vorbei. Nun musste er wirklich ran. Es war ein Riesenseufzer. Er erinnert sich bis heute daran. Wir haben darüber geredet. Es war ein tiefer Seufzer. Jetzt wird es ernst. Nicht das Geschäft, die wirkliche Arbeit. Ein großer Augenblick. Okay, los. Ich wusste, das wird ein Hit. Er hat ein gutes Gefühl für Sprache. Straßenprosa. Vieles hat er geschrieben. Es liest sich sehr schön, einfach wunderbar.
Sylvester Stallone schrieb eine Geschichte über die Würde eines Mannes, gesehen durch die Augen seiner Frau Adrian. Adrian war seine Frau, Rocky war ihr Mann. Sie waren einander immer treu. Ohne sie hätte der Film kein Gefühl, da wäre gar nichts. Das erste Mal küssten sie sich, als sie im Hausflur den Eingang hinunterrutscht. Das war Magie. Ein wirklich unschuldiger Kuss. Es war der Inbegriff eines Kusses. Wir teilten uns einen kaputten Wohnwagen. Das war ein Independent-Film. Für das Geld könnte man sonst nur einen Porno drehen. Wir hatten nicht viel Geld und bekamen viel Inspiration von Burgess Meredith. Er brachte den richtigen Geist mit. Das war völlig anders als alles, was damals üblich war. Es war ein billig produzierter Film, schon der Hund Butkus. Ich erinnere mich, wie ich in der Wohnung hinter dem Hund aufwischte. Jetzt ist der Hund öfter im Film als ich. Es ist wie in einer Familie. Die Götter lachten uns zu. Das Geld nicht, aber die Götter. Sylvester schrieb eine Szene, in der er die Treppe hochläuft. Ich hatte keine Ahnung, wie wir das drehen sollten. Wir hatten keine Kräne oder Hubschrauber oder so. Gary Graham benutzte zum ersten Mal seine Steadicam. Können Sie sich das vorstellen? Es war eiskalt in Philadelphia. Und hier zieht sich Burgess Meredith um. Und hier testen sie die Steadicam. All diese Kamerafahrten und das mit einer Handkamera. Wir hatten keine Schienen, so fing es schon mal an. Sylvester frühstückte mit Mike Fressmore und ließ aus Versehen ein paar von seinen künstlichen Wunden auf dem Tisch liegen. Und der Zimmerservice warf sie weg. Wir hatten doch kein Geld. Die Wunden waren ungeheuer wichtig. Ohne sie konnte Runde 4 nicht gedreht werden und Runde 6 auch nicht. Und wir fingen alle an zu lachen. Was machen wir? Und dann fand sie jemand. Sie wühlten im Müll und fanden die Wunden. Und sie klebten sie Sylvester für diese Szene wieder an. Laut Drehbuch sollte Rocky kurz vor dem großen Kampf am Ende in Mickeys Trainingshalle gehen und sich alte Wochenschauen von Apollo und seinen alten Kämpfen ansehen. Wir hatten weder die Zeit noch das Geld, diese Szene zu drehen. Warum lassen wir ihn nicht einfach in die leere Arena gehen? Wir überzeugten die Produzenten, dass sie die großen Poster von den Boxern an beiden Seiten der Arena bezahlten. Die Poster kamen gerade noch rechtzeitig vor dem Dreh. Aber auf den Polaroid-Fotos, die wir dem Künstler gaben, hatte Rocky eine rote Hose an. Rocky in his boxing pose, Rocky had red trunks on. So, wir hatten weder die Zeit noch das Geld, das neu machen zu lassen. Was sollten wir tun? Rocky, what brings you here tonight? Mr. Jurgens, the poster's wrong. What do you mean? Well, I'm wearing white pants with a red stripe. It doesn't really matter, does it? I'm sure you're going to give us a great show. Try to get some rest, kid. Good night. Now we feel even. Jetzt bemitleiden ihn alle noch mehr, weil die Farbe seiner Hose völlig egal ist. But Sylvester hatte das Gespür dafür, was daraus werden könnte. Und das inspirierte uns alle. Bei der Premiere am Nachmittag liefen die Leute in Scharen raus. Ich verstand das nicht. Er saß einfach da und sah vor sich hin, gekränkt und mit Tränen in den Augen. Aber bei der Premiere am Abend war es der größte Film der Welt. Jeder erinnert sich an Rocky. Ich sah Rocky, das ist das Beste, was ich je sah. Ich erinnere mich noch, wo ich saß. Das Kino war brechend voll. Jeder wollte den Film sehen. Ich saß in der Mitte links. Das weiß ich noch genau, weil am Ende die Leute aufstanden und jubelten, wie ich es im Kino noch nie erlebt hatte.
Ich ging einmal in New York eine Straße hinunter. Da war eine Arbeiterkolonne. Sie schienen überall zu sein. Da ruft jemand, hey, Adrian. Ich hatte das Gefühl, das kommt von jeder Ecke in New York. Ich dachte, vielleicht wird Rocky ein Erfolg in den Drive-In-Kinos im Sommer 76. Dass es so weitergehen würde. Rocky, ich bin im Film. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich sitze da und schaue nur zu. Dieser unglaubliche Wechsel von einem Niemand zu einer bekannten Persönlichkeit war ziemlich umwerfend. Ich riet ihm, genieß es. Er fragt, was? Die Straße lang zu gehen und die Leute wollen kein Autogramm. Du bist anonym, das ist schön. Und er, keine Sorge, ich bin bereit. Er verursachte überall Aufruhr, so als kämen die Beatles in die Stadt. Rocky is now an Academy Award winner. Schon bei der ersten Nominierung gewann er. Er kam mit offenem Hemd. You know, with his shirt open. Rocky with a million to one shot. I think this movie with a million to one shot. I don't think it'll become trendy, but I do think a lot of neophyte actors, writers and directors will get a shot. It's extraordinary. Es ist erstaunlich, wie diese Figur die Leute bewegt. Das ist ein Ding. Rocky in Bagdad. Also wirklich. Das zeigt seine Stärke. Rocky war ein Erfolg. Dann kamen weitere tolle Filme. You had a lot of style for a guy with pigeon stuff on your shoulder, Cosmo. Ich habe mir ganz schön was aufgeheizt. Vielleicht hätte ich die Geschichte nicht machen sollen, aber ich mochte sie. Nur die meisten verstanden sie nicht. Nachdem ich Rocky geschrieben und Rocky gespielt hatte, hatte ich das Gefühl, ich sollte noch etwas anderes machen. Regie führen. Und mir machte das Spaß. Now you're in inside close-up. Right now, doesn't have to go that fast. She goes, starts to walk out. And one, his close-up swivels from here to there. Nifty, huh? I'm back. Da lief etwas aus dem Ruder, als sie meinten, sing das Lied. Aber die wussten, ich kann überhaupt nicht singen. Das weiß man doch von Der Senkrechtstarter. Ich wollte dann etwas Besonderes machen. Wie wäre es mit einer Figur, die kein guter Sänger ist, aber innig und voller Wärme singt? Und daraus machen wir einen richtigen Autorenfilm. Wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich den Mund wohl etwas vollgenommen. Aber die Arbeit war fantastisch. Ich genoss jede Sekunde. Das lief nicht gut. Der Typ ist fertig. Du verlierst die kleinen Schlachten. Aber was ist das schon bei einem großen Krieg? Rocky 2 wird der Film des Jahres. Die Sache läuft gut. Er macht ein paar Filme. Er ist fertig. Rocky 3, noch erfolgreicher als Rocky 1 und 2 zusammen. Jetzt wissen diese Kerle gar nicht mehr, was sie machen sollen. He wants to prove to the whole world it was nothing but some kind of a freak the first time out. I never asked you to stop being a woman, you know. Please, don't ask me to stop being a man. The doctor said you shouldn't fight anymore. You recommended that, don't fight, and I recommend. Ich habe Rocky nie als etwas Einmaliges gesehen. Man hat mich kritisiert. Du wirst ja nur vom Erfolg des Ersten profitieren. Sie werden jedes Mal schlechter. Ich widersprach. Nein, jeder ist ein Abschnitt eines Lebens, das sich entwickelt. Rocky 3. Noch nie wurde ein Schauspieler so verprügelt. Die Figur wurde sehr selbstgefällig und achtete auf ihren Körper. Er ist schon eine Zeit lang der Champion. Daher dachte ich, ich ändere das mit dem Essen und den Übungen, um seinen Wandel von Teil 2 zu Teil 3 zu zeigen.
Ich machte die extremste Proteindiät, von der ich gehört hatte. Ich hatte noch nie etwas von Atkins gehört. Damals war er noch out. Ich experimentierte also. Im Grunde aß ich alles, was sich bewegt. Fisch, Huhn, Rind, aber vor allem Fisch. Wasser und grünes Gemüse, bis mein Körperfett von 18% auf 2,4 runterging. Zu der Zeit war Mr. Olympia bei 4,5 bis 5% Körperfett. Ich merkte, ich bin zu weit unten. Du kommst dann auch zu einem Punkt, wo du sicher bist, du hast sogar in den Haaren Adern. Die Auswirkungen sind langfristig. Wenn dir deine Telefonnummer nicht mehr einfällt und welches Auto du gefahren bist, habe ich den Bus genommen? Dann musst du aufhören. Dann musst du zurückrudern und das richtige Maß finden. Sly wurde so ein Superheld, so eine Überfigur, dass wir viel darüber reden mussten. Wenn man sich so ein Image geschaffen hat, kann man das nur schwer wieder ändern. Das ist frustrierend für ihn, denn er nimmt seine Kunst, sein Schreiben und seine Arbeit als Regisseur sehr ernst. Sly hatte gerade Rocky 3 beendet und einigen Erfolg damit. Da kamen ein paar Leute auf die Idee, ihn und mich zusammenzuspannen. Mir hat Regie immer Spaß gemacht, vor allem die Arbeit mit John Travolta. Sylvester Stallone Film. Staying Alive. Er respektierte mich. Er zwang mich nicht, was zu machen, was ich mir nicht vorstellen konnte. Das wäre so gewesen, als hätte ich ihm erzählt, was Rocky als nächstes tut. Ich hatte eigene Ideen, gute oder schlechte, aber es waren meine Ideen. Ich hatte von John eine bestimmte Vorstellung. Um diese Figur herum baute ich alles auf. Und er war dabei sehr entgegenkommend. Seine Präsenz ist so stark, dass in manchen Momenten sein Schatten genügt. Man muss ihn nicht andauernd sehen. Er ist da. Er redet im Off. Du siehst seine Hände. Du fühlst seine Gegenwart. Er muss nicht immer da sein. Das sind Star-Qualitäten. Er will, dass du auf der Leinwand gut aussiehst. Er gibt sich Mühe mit dem Licht und den Sets. Er fühlt sich für alles verantwortlich. Er überlässt nichts dem Zufall. Ich traf John und dachte nur, da ist also das große Talent. Ich hatte Angst, mit Sly zu arbeiten. Er war so streng, dass ich es kaum ertragen konnte. Ich war etwas ängstlich. Wenn ich ihn nur nehmen und mit ein paar kleinen Änderungen umformen könnte. Ich glaube, es gab noch nie eine solch körperliche Veränderung. Ich war selber immer ziemlich körperbetont. Ich muss dazu nur etwas Gas geben, aber bei Null anzufangen, das ist unglaublich schwer. Wirklich, ich hatte keine Ahnung, wie entschlossen er sein kann. He can be. Well, you think that because you're on a show and I'm not, that's competition, yeah. Right? That ain't competition. Well, what is it? Envy. If you want to dance here, you follow my rules. Because I'm going to push you until you think you're going to die. Guys like you aren't relationships. You're exercise. Woman in you. I believe Rambo started out on the right foot. So wie Rambo eingeführt wurde, kam er gut an. Wäre Rambo eingeführt worden, Rambo 2 oder Rambo 3, wäre er wohl nicht so gut angekommen. Rambo war ein Drehbuch, das auf einem Buch beruhte, anders als Rocky. Den hat er selber erschaffen. Rambo sollte er eigentlich nur spielen. Aber er gab der Figur einen Charakter und hauchte ihr Leben ein, wie sie keiner zuvor gesehen hat. Und wie es keiner hätte besser machen können. Brought that character to life in a way probably no one else saw it and no one else could have done. Im ersten ist er ein ganz normaler Typ, der eigentlich nur einen Hamburger hat. Und dann kommt ein Polizist und sagt, hau ab. Wie bitte? Was soll das? Was willst du? What'd you say? You got some place I can eat around here? There's a diner about 30 miles up the highway. Is there any law against me getting something here? Yeah. Damit kann jeder etwas anfangen. Jeder, der mal beschimpft, nicht beachtet oder rumgeschubst wurde. Wenn der explodiert, dann ist das berechtigt. When he explodes, you go, oh, it's justified. Don't push it.
Die meisten merken gar nicht, dass Rambo immer rennt. Er ist immer auf der Flucht. Er greift erst an, wenn er keinen Ausweg mehr sieht. Dann dreht er um. Ich glaube, man kann sich mit ihm identifizieren und zu Recht sagen, okay, in dieser Lage kann man akzeptieren, was er tut. Anders als bei jemandem, der einfach nur rumballert. Slys wirklicher Kampf und sein Beitrag, diesen Kampf zu gewinnen, bestand darin, dass er den Charakter lebendig hielt. Die Wahrnehmung von Rambo änderte sich. Er wurde von Bad Guy und Opfer zu einem Kulthelden. Das ist Slys enormer Beitrag. Gegen den Wunsch aller anderen bestand er darauf, dass die Figur leben sollte. Das war ein geschickter Schachzug von Sly, denn es wirkte nicht sehr spektakulär. Niemand ging rein und hatte hohe Erwartungen. Und dann waren alle überrascht. Es war ein sehr ehrlicher Film, weil er hielt, was er versprach. Und weil er dann etwas Reales zeigte, ging der Film wie eine Rakete ab. Ich war überrascht, wie gut er lief, denn dieser Film ist was völlig Neues. Noch kein Amerikaner stellte sich so gegen Amerika. Das war sehr ungewöhnlich. Er polarisierte das Land. Es gab viele verstimmte Kriegsveteranen, viele verärgerte Leute, noch viele offene Wunden. Rambo wurde zum Brennpunkt und die Liberalen und Linken riefen, seht mal, was der verkörpert. Er gehört zu den Rechten. Er ist ein Säbelrassler. Er ist chauvinistisch. Das ist eine Rolle. Ich spiele das nur. Ich bin neutral. Aber es wurde schlimmer und schlimmer und dann kam der Präsident. I'm reminded of a recent, very popular movie. And in the spirit of Rambo, let me tell you, we're gonna win this time. Okay. Okay, die Würfel sind gefallen. Die Anspannung stieg. Are you telling me that 200 men against your boy is a no-win situation for us? You said that, Manny. Don't forget one thing. A good supply of body bags. Ich möchte hier ganz deutlich sagen, Rambo hat nicht für Amerika gekämpft. Er hat nie jemanden angegriffen. Er hat nur die Menschen befreit und ist dann verschwunden. Wer weiß, vielleicht kommt Rambo wieder. Ich halte mich nirgendwo für den Besten. Ich kämpfe dafür. Wenn du etwas erreichen willst, gibt es mehr Erfahrungen des Scheiterns als des Erfolgs. Jeder hat mal eine Flaute. Seine Laufbahn änderte sich oft. Er spielte unterschiedlichste Rollen. Lustige, sarkastische und ernste. Rocky und Rambo machten ihn zu einem Überhelden. Es ist dann schwer, einen Gang zurückzuschalten. Du darfst die kleinen Kämpfe verlieren, das ist okay. Mit jeder Niederlage wirst du klüger. Dann kam der Senkrechtstarter. Kein großer Hit. Der Film schlug ein wie eine Bombe. Stallone sollte mal was anderes als Rocky drehen. Wir fanden das beide gut. Wir glaubten, das funktioniert. City Boy und Country Girl. Solche Filme hatten schon immer Erfolg. Der Film ist mir näher als alle anderen, denn ich bin kein Boxer und ich renne auch nicht mit einer M16 durch die Wälder von Kanada. Er ist lustig. Im Film ist er nicht so lustig. Der Film ist nicht besonders gut. Nichts hat wirklich funktioniert. Nein, das ist wie Stopp oder meine Mami schießt. Es geht um Bescheidenheit. Du glaubst, du gewinnst nicht und hast doch den Mut, es zu versuchen. Ich bewundere Leute, die so leben. Viele reden davon, wie schlecht Stallone singt. Stallone kann singen. Country kann er nicht singen. Und auch nicht meine Songs. Damit hat er sich keinen Gefallen getan und ich ihm auch nicht. Aber auf dem Set mochte er all diese großen Rock- und Pop-Songs aus den 50ern und 60ern. Bobby Darin Songs und so. Er sang sie andauernd. Er kann richtig gut singen.
you doing? Nice night. You look. Die eineinhalb oder zwei Jahre davor waren die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich hatte gesundheitliche Probleme. Ich hatte gerade einen Nervenzusammenbruch. Ich war zu dick und ich war wirklich nicht gut drauf. So schlimm ist es mir noch nie gegangen. Schon allein seine Nähe hat mich wieder aufgerichtet. Das hat mich ziemlich aufgebaut. Er hält nichts für unmöglich. Manchmal sieht er sich selber als Schauspieler in einer Rolle, die ihm das Publikum nie zutrauen würde. Eines Tages kommt die große Komödie. Ich falle in eine Spezialkategorie. So ist es. A, E, I, U, U und manchmal Y. Es hat viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Ich weiß, manche glauben, er ist ein sturer Kerl, aber er ist äußerst lustig. Ich glaube nur, dass er es im Film noch nicht so hundertprozentig rübergebracht hat. It's the Muppet Show with our very special guest star, Sylvester Stallone! Yeah! He's a knucklehead. He's, first of all, er ist albern, aber auch so klug und so witzig. Und er sagt immer so unglaublich lakonische Sachen, dass du einfach platt bist. Link, don't cry, don't feel bad. You still smell nice. Diesen tollen Satz sagt er immer, wenn man über jemanden gar nichts Gutes sagen kann. Er macht aus einer unangenehmen Situation eine lustige, wenn er etwa daran denkt, welche Probleme er mit seiner Familie hatte. Aber dann dreht er es einfach um und macht es zu einem Spaß. Er nimmt eine wirklich unangenehme Situation und macht sich einfach lustig darüber. Und dann nehmen es alle locker und fangen an zu lachen. Er ist wirklich komisch, aber manchmal weiß er das gar nicht. Seine Sprüche sind so irre, dass es einfach Spaß macht. Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Er bringt alle zum Lachen. Er kommt ins Zimmer und kaum hast du ihn kennengelernt, bringt er dich schon zum Lachen. Manche meiner Freunde sagen, sie haben die lustigsten Momente im Leben mit ihm und seinen Geschichten erlebt. Sly ist sehr spielerisch. Er sagt mir als Regisseur, ich soll in eine Richtung gehen. Und ich missverstehe ihn und gehe in die andere. Und wie ich dann in die falsche Richtung gehe, sagt er über Megafon, du bist der dümmste Schauspieler, den es je gab. Und ich fing einfach an, laut zu lachen. Die Presse schrieb darüber, wie sehr wir uns hassten. Natürlich stimmte das nicht. Einmal waren wir in Cannes. Er machte, glaube ich, Werbung für einen Film und es war viel Presse da. Und ich sagte, komm, wir machen mal was anderes. Lass uns ein Foto machen. Ach, wir haben genug Fotos gemacht. Und dann habe ich ihn gepackt und wir tanzten. Es war sehr lustig, weil Sly ärgerlich war und sagte, du führst. Ich bin kein guter Tänzer. Er hat sicher schon mit besseren Partnern getanzt. Wir haben uns totgelacht und es sind ein paar tolle Fotos rausgekommen. Vielleicht bin ich der Erste, der mit dem zukünftigen Präsidenten getanzt hat, desselben Geschlechts. Als ich mit ihm arbeitete, merkte ich, wie lustig er war. Er ist sehr witzig und hat die Sprüche für die verschiedenen Schauspieler nur so improvisiert. Das ist nicht leicht. How you pronounce your last name? They say Stallone, Stallone, and Stallion. Which one do you prefer? Schwartz. Ich weiß, Filme wie Oscar funktionierten nicht, aber so ist er wirklich. Er ist manchmal doof und albern. Sie kommen und fragen, wie ist Stallone? Und ich sage, toll. Und dann sind sie so enttäuscht. Nein, wie ich sagte, er arbeitet hart. Es ist eine echte Herausforderung für ihn. Als ich Oscar gemacht habe, dachte ich, vielleicht kann ich damit etwas anschieben. Es ist chaotisch, es ist wild, keine Stunts, es ist Action, es hat Rhythmus. Es ist etwas, was ich seit langem machen wollte. Meine ganze Karriere bestand aus Risiken. Es ist auch der Spaß. Er muss sein Hemd nicht ausziehen, er wird nicht in die Luft gesprengt oder verprügelt, er ist nicht in der Wüste, es wird nur geredet. Nicht mal ein Schuss fällt. Er hat mehr Dialog in dem Film als in seiner ganzen Karriere.
Sorry, boss. What do you think this is, a comedy? Die Filme, die ich mache und Spaß dabei habe, laufen nicht. Die, bei denen ich leide, haben Erfolg. Und am Ende von Rocky V stirbt er. Ich glaubte immer, dass es toll wäre, jemanden bis zum Ende zu folgen. Ich sterbe und er stirbt. Bis zum Ende. Danke, fertig. Mit seinem Kopf in Adrians Schoß stirbt Rocky. Rocky expires. Because of the continuous violent blows to the head, the effects are irreversible. Wir fingen also an, den Film chronologisch zu drehen. Und dann ruft der Studioboss an und sagt, ach übrigens, Rocky stirbt nicht. Also starb Rocky nicht. Aber der Film starb, weil er ohne seinen Tod keinen Sinn machte. Wäre er gestorben, hätten die Leute ihn sich angesehen. Aber so sah sich niemand Rocky V an. Es ist ein sehr interessantes Geschäft. Sly hatte bis Cliffhanger eine Flaute. Jeder große Schauspieler hat das. Tom Hanks wird eine Flaute haben. Alle. Und jetzt flippen sie alle wegen Sly aus. Vielleicht hätte ich neulich beim Lunch netter zu ihm sein sollen. Ich bin nicht zum Film gegangen, um Stuntman zu sein, aber ich bin in Actionfilme hineingeraten. Es war wie der Beginn eines neuen Action-Genres. Und ich glaube, dass da, wo der Dialog offensichtlich ziemlich flach war und nicht reichte, da musst du mit deinem Körper sprechen. Wie tust du das? Mit Stunts. Okay, well, how do you do that? Stunts. Sylvester Stallone macht seine eigenen Stunts. Er wollte klettern, er wollte am Felsen hängen, er wollte es ohne Sicherheit sein, um es so gefährlich und so realistisch wie möglich zu machen. Und ich fand, wenn ich so viele wie möglich von diesen Stunts machen kann, wäre das wie eine Art Dialog in einem Sprechfilm. Und je mehr ich das machte, umso mehr merkte ich, dass mir diese Herausforderung gefiel. Und auch wenn ich am nächsten Tag dann merkte, ich habe mir dies und das gebrochen und das auch, fing ich an, von diesen Jungs, diesen Stuntman, akzeptiert zu werden. Und das sind wirklich harte Jungs. Sie erkennen selten etwas an. Es war, als würdest du von einer anderen Gruppe akzeptiert werden. Es gab eine Einstellung in der Spezialist, wo die Explosion mich herumreißt. Er nimmt dir die Angst. Er weiß, was er tut. Und wenn er dir sagt, mach das so, dann fühlst du dich sicher. Denn er weiß ja, was du tust. Und plötzlich denkst du, du bist Rocky oder Rambo. Und denkst, ja, das kann ich. Und als wir dann durch dieses Gebäude gerannt sind und es gab überall diese Explosionen, also ich habe viele Actionfilme gemacht, aber mal ehrlich, wenn du durch Explosionen rennst, dann rennst du durch Explosionen. Auch wenn die Kamera die Positionen noch dramatischer macht, du rennst durch Explosionen. Wenn du mit Sly durch Explosionen rennst, dann mit jemandem, der wirklich gern durch Explosionen rennt. Er will die Kameraperspektive gar nicht so sehr verändern. Er möchte am liebsten mittendrin sein. Was ihr alle nicht fühlen konntet, war, wie heiß und heftig die Explosionen waren. Und sie waren nur 6-7 Meter von ihr weg. Und das ist sie nicht gewöhnt. Aber sie blieb drin. Wenn du solche Angst im Film zeigen kannst, dann ist das real. Sie hatte Angst, aber sie schreckte nicht zurück. Wenn du also mit ihm zusammen bist, dann sagst du, na gut, es ist er. Er wird sich nicht umbringen, was soll's. Und man ist plötzlich viel wagemutiger als je zuvor. Und dieses große Abenteuer ist erfrischend. Es ist heiß und es ist sexy. Ja, das habe ich einfach gemacht. Ich bin cool. Und in deinem kleinen Lebenstagebuch bist du dann mit Sly durch einen Haufen von Explosionen gerannt. Und das ist auch was. Okay, that's kind of hot. You think the killing is going to make everything all right? Something has to. Und er wusste, wer ich war.
Und er wollte mich für die Rolle und mit mir arbeiten. Und er war so freundlich. Und das war wunderbar. Er war wirklich unglaublich und hat mich unter seine Fittiche genommen. Er nimmt seine Arbeit sehr ernst. Er wollte proben. Es gab da eine besondere Szene, an der wir eine Weile arbeiteten. Sie wurde umgeschrieben und er wollte sie einfach richtig haben. Wirklich. Er arbeitet sehr hart. Er spinnt nicht herum. Aber er hat auch Humor und er hat Spaß daran. Es gab da diese Show West, wo die Leute den Kinobesitzern über ihre Filme erzählen. Und Warner Brothers wollte, dass Sly hingeht. Aber ich war ja nur das Mädchen im Film. Und er bestand darauf, dass ich mitkam. Er sagte, ich gehe nur, wenn sie auch geht. Get up here, my little shy one. Julianne Moore, who definitely is going to carry a lot of weight in this film. So, scary, isn't it? Yeah, okay, scary. Yeah. How do you like working with Annette? Und er war die ganze Zeit bei mir und wir machten die ganze Pressearbeit zusammen. Und er sagte mir, so machst du das, da stehst du und dann fotografieren sie dich so und so. Ich will, dass du dich wohlfühlst dabei. Und das hat er mit mir den ganzen Film lang gemacht. Er ist wirklich toll mit seinem Sohn. Er hat seine Kinder immer unterstützt. Ich sah, wie er ihn drängte, als er anfing, Regie zu führen und zu spielen. Er hat ihn in einigen seiner Filme eingesetzt und er ist sehr stolz auf ihn. Er ist ein Familienmensch, aber man weiß es nicht, weil er immer diesen Macho spielt. Hey, wait, what's this? Goodness gracious, where did this come from? Ich mag es, wenn die Familie zusammenhält. Sie waren sich nah. Sie waren wundervoll. Die Jungs waren keine Blagen. Sie respektierten einander sehr und sie arbeiteten entspannt miteinander. Es war wunderbar. Er suchte nicht so sehr nach einer großen, als vielmehr nach einer wichtigen Rolle. Warum wollte er diese Figur spielen? Er spielt sonst Männer voller Entscheidungsfreude und Action und physischer Kraft. Das ist genau, was ich suchte. Aber ich glaube, die Leute haben immer noch Sylvester Stallone gesehen, auch wenn er einen kleinen Bauch hatte. Es ist eine ungewöhnliche Rolle für Sly. Es ist ein Mann, der plötzlich hin und her gerissen ist zwischen dem Druck von so verschiedenen Seiten, der wie paralysiert ist, und dann einen Weg finden muss, all den verschiedenen Herren zu genügen. Jurisdiction ends at the George Washington Bridge. Freeze, police! But half the men I watch live beyond that bridge, where no one's watching. I'm watching. Hands in the car! Und als er Kritiken bekam, die so gut waren wie die für Robert De Niro, das hat mich so glücklich gemacht, denn nun sah die Welt, was für ein guter Schauspieler Sly ist. Sly war beschäftigt, denn was er machte, war so anders als das, was er die letzten Jahre gemacht hatte. Er spielte einen anderen Typen als die, die er sonst gespielt hatte. Und das ist Arbeit. Und so dachte er am Set andauernd nach und versuchte, nicht das zu machen, was Stallone wohl gemacht hätte. Undermine what the obvious Stallone choice might be. Da ist Sylvester Stallone, der bestaussehende Kerl im Kinouniversum. Gesund, unglaublich. Der Typ, den du in harten Situationen im Dschungel neben dir haben möchtest. Stark, klug, was du willst. Und ich biete ihm eine Rolle an und sage, nimm 40 Pfund zu und beweg dich wie ein langsames Moody. Ganz langsam. Und er nahm zu, wurde es dann auch schnell wieder los. Viele Schauspieler haben sowas gemacht, aber für Sly war es etwas Außerordentliches. Manche Leute haben Hobbys. Sie spielen Golf. Und viele Jahre war mein Hobby das Experimentieren mit Essen. Also dachte ich, ich packe meine Reisen, meine Prüfungen, was ich für Filme gemacht habe, dass ich 45 Pfund zugenommen habe und sie dann wieder los wurde, all das in ein Buch. Es wird On the Sly heißen. Ich weiß nicht, wo das herkommt. In dem Buch berichte ich über bestimmte Filme, die unterschiedliches Training verlangten, wie etwa Cliffhanger im Gegensatz zu Rambo und Rocky und dann Copland, das auf der anderen Seite der Skala steht. Leute, die wirklich an ihrem Wohlergehen interessiert sind, hören vielleicht auf ihn und bekommen dann hoffentlich ein paar gute Ratschläge und nehmen etwas mit. Er ist sowas wie seine eigene Reklame. Er ist 58.
und er ist in besserer Verfassung als andere mit 25. Mein ganzes Leben lang hat mich fasziniert, was man mit dem Körper machen kann. Ich bin also in dieser Gesellschaft und da geht es darum, womit ich seit 25 Jahren experimentiere. Ich habe da alle meine Experimente in ein System eingebracht. Es ist verständlich, kann sofort genutzt werden und ich war ja das Versuchskaninchen. Es funktioniert. Die Kinder und seine Frau, das ist im Moment das Wichtigste für ihn. Früher ist er für einen Film 7 Monate fort gewesen. Das würde er heute nicht mehr machen. Er hat wirklich die Richtige geheiratet. Sie ist sein Herz. Sylvester hat endlich die Frau seiner Träume gefunden. Sie ist fantastisch und war es immer. Es gab keine Probleme, sie liebte ihn einfach. Sie haben 3 Töchter. Ich hätte nie gedacht, dass er ein glücklicher Familienvater werden würde, aber ich freue mich sehr darüber. Sie lieben einander wirklich. Und dieser harte Junge hat solche Angst vor ihr. Er überraschte mich. Er ging in einen Laden und hatte dort alle Kleider ausgelegt, von denen er glaubte, sie würden mir stehen. Und ich komme da rein, Musik spielt und all diese Kleider. Und dann schaue ich meine Schwester an. Und dann kommt er plötzlich und sagt, such dir ein Kleid aus, wir heiraten. Und ich, wann? Mit Ehe und Hochzeit hatte ich ja nicht so viel Glück. Ich dachte, ich weiß nicht, ob ich dir das antun kann. Du bist so ein nettes Mädchen. Und sie sagt, ich will aber heiraten. Also sage ich, behalte das Kleid an, vielleicht passiert's ja. Es war etwas Besonderes, weil die Leute da waren, die ich haben wollte. Das war Silvester und das war, was zählte. Ich mag diese Momente, selbst wenn es auch mal nervt. Der Lärm, die Musik, die Kakophonie, ihre Verrücktheit, das füllt mein Leben aus. Es macht mich manchmal wahnsinnig, aber wenn du es mir wegnimmst, wird mein Leben ziemlich überflüssig. Sie sind für mich auch meine Kinder, aber ich bin nicht an Mädchen gewöhnt. Warum weinen sie? Und Sly sagt, das tun sie eben. Sie weinen. Und ich, über alles? Ja. Und ich? Wow. Er ist immer bei uns. Frank kommt am Sonntag zum Mittag. Er macht Ferien bei uns. Deshalb bin ich nicht verheiratet. Nach ein paar Stunden reicht es mir. Dann will ich nach Hause. Bleibst du Onkel Frank? Nein, Onkel Frank muss arbeiten. Ich hab euch lieb. Er ist ein guter Vater. Zu ihm gehen meine Mädchen mitten in der Nacht, wenn sie Angst haben oder etwas brauchen. Jede Nacht sind 1 oder 2 von ihnen bei uns und er bringt sie wieder ins Bett. Und er legt sich mit ihnen hin, bis sie schlafen. Jeden Moment möchte er mit ihnen verbringen. Meine Frau ist unglaublich. Sie hat 3 Kinder, sie hat ein Geschäft, sie arbeitet hart. Sie haben nicht viel Hilfe im Haus. Sie kocht, sie bringt die Kinder zur Schule. Sie sagt, ich erziehe meine Kinder. Es sind meine Kinder. Deswegen habe ich sie. Wir haben dieselben Hoffnungen und Träume für unsere Kinder wie alle. Wir sind ganz normal. Das stimmt nicht. Nichts ist normal in dieser Familie, bis du eine andere Familie siehst. Dann sagst du, weißt du was, so schlimm sind wir gar nicht. Er wäre lieber zu Hause, um ein Buch zu lesen, was zu schreiben, die Zeit mit uns zu verbringen oder Golf zu spielen, als ein Filmstar zu sein. Er ist die ganze Zeit in Panik, weil er weiß, dass bald die Zeit kommt, wo sie mit Jungs ausgehen. Du hast 3 Töchter, da werden die Hochzeiten teuer. Ich sagte, ich hoffe, sie heiraten gleichzeitig. Dann hast du eine Riesenrechnung. Ich will nicht dabei sein, wenn die Mädchen anfangen auszugehen. Er macht sich Sorgen. Ich glaube, er hätte es am liebsten, wenn sie ihr Leben lang Singles blieben. Er weiß, wie er als junger Mann war. Und jetzt glaubt er bekommt es als Karma zurück. Ich war heute 42 Mal verlobt. War das eine Nacht? So ein Kerl sollte meinem Haus lieber fernbleiben. Wir sind lockere Eltern. Hoffentlich wird das kein Problem. Wenn du so ein Blödmann bist wie ich und kommst und Gitarre spielst, darf ich was vorspielen? Ich habe das Gefühl, dass ich eine Strickleiter runterwerfen werde, wenn er eingeschlafen ist, dass sie aus ihrem Schlafzimmer rauskommen. Die Kinder sind meine größte Freude und mein größter Schmerz, weil sie mich am glücklichsten machen und am unglücklichsten.
Ich nehme an, das ist einfach die Definition von Liebe. Ich habe ein Kind, Sergio, bei dem man Autismus diagnostizierte, zu einer Zeit, als noch niemand wusste, was es war. Autismus ist furchtbar tragisch. Denn am Montag geht es deinem Kind gut und am Dienstag ist es einfach weg. Er sieht wunderbar aus, er hört sich gut an, aber er ist weg. Du weißt, dass er in einer dunklen Welt ist. Und sie kommen nur selten daraus. Da fängst du an, Gott in Frage zu stellen. Dann die Wissenschaftler und dann stellst du dich selbst in Frage. Kannst du dieselbe Liebe empfinden wie vorher? Dieselbe Verantwortung? Oder auch, wer hat Schuld? Man geht durch eine Phase tiefer Verunsicherung. Es bedeutet viel Arbeit, damit fertig zu werden. Und dann kommt die nächste Katastrophe. Du bekommst eine Tochter. Perfekt. Schön. Mutter wunderbar. Und sie hat bei der Geburt ein Loch im Herzen. When Sophia was Als Sophie 2,5 Monate alt war, stellten sie fest, dass sie ein Loch im Herzen hatte. Sie hatte VDS. Und für Sly und mich war es einfach furchtbar. Wenn man ein Kind kriegt, so ein wunderbares Mädchen, und die Ärzte sagen dir, dass sie eine Operation am offenen Herz braucht, mit 2,5 Monaten, und sie war ganz dünn und schwach, ich habe geglaubt, sie überlebt es nicht. Du erkennst, dass du machtlos bist. Du bist Filmstar, ein Typ, der angeblich alles kann, und du kannst gar nichts. Da merkst du, dass wir keine Insel sind, dass wir so abhängig und zerbrechlich sind, so aufeinander angewiesen. Ich wusste, sie würde es schaffen. Sie sagten zu uns, sagen Sie auf Wiedersehen zu Ihrem kleinen Mädchen. Und wir sagten, was? Ja, sie kommt in ein paar Stunden wieder. Das war hart. Aber sie ist toll. Sie ist schön und gesund und etwas ganz Besonderes. Da habe ich wirklich begriffen, dass in solch einer Lage Frauen stärker sind als Männer. Ja, ich bin kräftig, aber meine Frau hat eine erstaunliche emotionale Kraft gezeigt, die 10-mal stärker war als die physische Kraft. Die kann jeder haben, Vitamine, Krafttraining und so weiter. Aber emotionale Kraft, das geht tiefer. That's deep. It definitely brought us closer. Es hat uns auf jeden Fall einander näher gebracht. Wir waren zusammen im Krankenhaus, 24 Stunden am Tag, bis sie wieder draußen war. Bis dahin habe ich kein Tageslicht gesehen. Er ist ein guter Golfer. Derzeit bin ich so schlecht, dass ich niemanden kritisieren kann. Ich sage ihm immer wieder, er soll nicht so weit ausholen. Er ist so stark, er sollte leichter schwingen. Er schlägt den Ball 1,5 Meilen weit, manchmal links und manchmal rechts, aber 1,5 Meilen. Er mag es, wenn diese Grasstückchen aus dem Loch herausfliegen. Er kommt nur in Schwierigkeiten, wenn er versucht einzulochen und vergisst, dass es kein Boxkampf ist, sondern Golf. Es ist mehr Ballett als Boxen. Wir spielen also und er haut einen Ball in die Bäume. Wir suchen den Ball und ich sage, Sly, ist das dein Ball hier? Und er sagt, steht Übungsball drauf? Ich sag ja. Und er, dann ist es meiner. Er spielt mit Übungsbällen. Ja, ich leihe mir bei der Range Übungsbälle. Warum nicht? Darf ich nicht zu Hause üben? So sehe ich das. Natürlich halten das manche für Diebstahl. Verstehe ich. Das ist ein philosophischer Unterschied. Er wollte Golf spielen und wurde ein wirklich guter Golfer. Ein oder zweimal habe ich ihn geschlagen. Er ist vermutlich besser als ich. Das war schon was, mit dem Präsidenten zu spielen. Ich sagte mir, das ist jetzt der mächtigste Mann der Welt. Und ich war so irritierend für ihn, weil ich die ganze Zeit meinen Schwung übte. Und es gibt Fotos, wo er schwingt und ich gleich neben ihm und er schaut sich um und geht. Er hätte mich auch zur Rede stellen können. Würdest du bitte mal mit dem Schwingen aufhören, wenn ich schwinge? Er war toll. Ich mag die Philosophie, die hinter dem Golfsport steht. Wenn ich den Ball schlage, will ich nicht, dass er zu mir zurückkommt. Das ist alles. Er fliegt und fliegt. Und ich mag das. Diese kleine Geste, den Ball zu schlagen, erscheint so einfach. Ist es aber nicht. Nein.
taking this to the next level. Es brachte mich auf ein ganz anderes Level. Vergiss Rocky und Rambo. Wenn du der Toymaker bist, hast du wirklich bei allen Kredit. Spy Kids 3D war das größte internationale Spy Kids. Normalerweise bringt Nummer 3 am wenigsten ein, aber diese Nummer 3 war die größte. Größer als 1 und 2. Und auch weil Sly so gut gespielt hat für die Kids. Er war fantastisch. In dieser Figur kannst du endlich aus dir rausgehen und alles Verrückte verwirklichen. Es darf sprudeln. Da siehst du dann die wirkliche Persönlichkeit des Schauspielers, weil all diese wunderbaren Verrücktheiten und dunklen Seiten nach oben kommen. Die Chance bekommst du nicht oft und du würdest auch verrückt werden. Du kannst wirklich alles aussuchen und Löcher in die Wand hauen. Du kannst der größte Schmierenkomödiant der Welt sein. Boxen, so wie ich es kenne, ist ein sehr edler Sport. Es hat einen schlechten Ruf, weil es oft sehr eindimensional gezeigt wird. Sie kommen von überall in Amerika. Jeder hat eine andere Geschichte. Manche sind inspirierend. Mein Vater ist ein Doktor mit der United States Navy und er ist in Afghanistan right now. Manche tragisch. Aber sie haben alle eins gemeinsam. Sie wollen Champion werden. Da haben sich zwei Hauptstraßen meines Lebens gekreuzt. Die eine ist, dass ich für immer mit der erfundenen Figur Rocky identifiziert werde. Wenn ich von der Klippe falle, ist Rocky von der Klippe gefallen. Das geht nicht mehr weg. Und dann gab es die Möglichkeit, wirklich Boxer zu treffen, die an einer Art Scheideweg im Leben standen, die Underdogs waren und die was erreichen wollten. Ich dachte, wenn ich die beiden Elemente zusammenbringen könnte, wäre das einzigartig. Ich täte es zum ersten Mal im Leben. Wenn man in mein Alter kommt, sind erste Male selten. Finding firsts is a very rare situation. It's unbelievable. Es ist unglaublich. Es ist eine ganze Welt. Und sie haben diese 16 Kerle. So fängt es an. Und sie leben in diesem Lagerhaus. Und sie boxen es aus. Sie sind jung, sie sind ehrgeizig, ängstlich, aggressiv. Das ganze Persönlichkeitsspektrum. Manche sind munter, manche zurückhaltend, aber alle waren sich einig, dass sie auf der harten Seite des Lebens stehen. Einer von ihnen wohnt in einem Auto. Sie geben also allen diesen jungen Kerlen eine große Chance. What do you think this whole thing is about? Think anyone in here is like born rich, has all the answers? I don't know. I just want to go hide. First of all, and listen to the river. Rock. If you guys weren't up there, you'd probably be in prison. Now, vielleicht findet er ja einen jungen Kämpfer, der die Magie eines Rocky Balboa besitzt. The magic that Rocky Balboa encompassed. Yes. Ja, da sind ein paar dabei, die richtig Geld machen können. Because it's not like these kids are like. Die Jungs kommen ja nicht aus privilegierten Schichten. Die meisten kommen aus ziemlich armen, aber sehr netten Familien. Andere kommen aus kaputten Familien und hatten in ihrer Jugend Schwierigkeiten. Boxen war ihre Rettung. Ich gehe da jetzt rein und wenn mein Geschick und mein Herz die Oberhand behalten, bekomme ich Geld. Meine Familie lebt, ich sterbe nicht. Es geht weiter. Ganz einfach. Da ist nicht viel Skrupellosigkeit dabei. Niemand konnte dir was übers Boxen erzählen, außer negativen Dingen, wie Mike Tyson und abgebissene Ohren. Außerhalb des Rings sind sie sanfte Leute, und das wollen wir zeigen. Sie sind Kids, und sie haben diese außergewöhnliche Fähigkeit, ihre Angst runterzuschlucken und an diesem schwierigsten Sport der Welt teilzunehmen. The Contender handelt von benachteiligten jungen Männern, die für ihre Familien kämpfen und eine faire Chance kriegen, nach oben zu kommen. Und wer ist das Symbol für dieses Boxen? Rocky. Ich war so eine Art Wanderer, der Typ auf Achse, der die schwere Arbeit macht. Da kommen die Leute in Pickups und fragen, braucht ihr einen Fighter? Ich sage, klar. Und sage Sly am Telefon, was mache ich hier eigentlich? Ich habe 2000 Boxkämpfer gesehen und 100 davon waren vielleicht 2 Cent wert.
Einer der schönsten Momente beim Drehen von Contender war für mich, als diese jungen Boxprofis das Idol Rocky trafen. Ihre Gesichter leuchteten. Ich wusste nicht, dass Rockys zweiter Name Sylvester war. Die meisten der Kids und ihre Familien hatten Rocky und Rambo und all die Filme in ihrer Jugend gesehen. Sie waren begeistert von ihm. Sie liebten ihn. Das ist er, Rocky. Ich habe dasselbe empfunden, als ich Legenden wie John Wayne traf. Ich weiß, es ist John Wayne, aber es ist auch der letzte Mann, der nach Alamo geht. Und der Kerl, der den Red River überquert hat. Du weißt, das ist er. Und sie merkten, was für ein herzlicher, liebevoller Kerl er ist. Er schrieb die Rocky-Story, weil er daran glaubt, dass ein Benachteiligter seine Chance bekommt. Und er half ihnen wirklich auf ihren Weg. Und sie erzählten mir, dass sie die Rocky-Filmmusik immer wieder in ihrem Kopf hatten, wenn sie auf den Sandsack schlugen. Er verkehrte mit den Kämpfern auf einer persönlichen und emotionalen Ebene. Ich war ein paar Mal dabei, sie mochten ihn einfach und er mochte sie. Er beschützte diese Kinder. Kinder, die dich umbringen können. Mit meinem Vater, ich sprach mit ihm gestern Abend, als er mir sagte, dass Jeff nur durchgeht und Du musst in ihr Zimmer gehen und ihnen das Essen wegnehmen. Er sagt Leuten gern, was sie tun sollen. Er ist väterlich, deswegen mögen sie ihn. Ich finde, du solltest dein Haar so tragen. So ist er eben. Er nimmt alles sehr wichtig. Und ich sagte, ihr seid ein Haufen Blödmänner. Es ist unglaublich. Ich esse bessere Sachen als ihr. Ich kämpfe aber nicht mehr um meinen Titel. Aber ich gehe zum Kühlschrank und ich finde Zuckerpops und 2 Liter Eis. Sie sind Kinder, wie meine Kinder zu Hause. Und sie sagen, weißt du was? Wir können machen, was wir wollen. Wir sind Männer. Wir hatten wirklich einen richtigen Kampf über ihr Recht, Mist zu essen. Es waren wirklich harte Jungs, aber sie fragten ihn um Rat. Manche waren einsam, manche waren verheiratet oder hatten eine Freundin. Sie waren noch nie von zu Hause weg gewesen. Er fühlte wirklich mit ihnen. Er erzählte immer über sie, dass der eine Familie hat, bei dem ein Baby unterwegs ist. Ich hätte ihr Vater sein können und ich brachte jeden dazu, sich einzusetzen. Die Kämpfe sind hart. Das waren keine Amateure. Es waren die Besten. Aus West und Ost. Wunderbar. Beide brachten ihre Familie mit. Beide hatten kleine Kinder, die unter 10 Jahren zu sein schienen. Die brachten auch ihre Frauen und einer brachte sogar seine Mutter mit. Auf beiden Seiten weinten die Kinder, auf einer mehr als auf der anderen. Vor allem die, die auf der Seite des Verlierers standen. Sie waren ganz hysterisch. Und die Mutter brachte die Kinder nach draußen. Und Sly ging ihnen nach, um mit ihnen zu reden. Es war keine Kamera in der Nähe. Sly tat es instinktiv, um sie zu beruhigen und ihnen zu versichern, dass es ihren Vätern gut ging. Das war für mich ein sehr eindrucksvoller Augenblick. Kind of a poignant moment. Man, you're the underdog, but you're the overdog, okay? You got what it takes. Und das ist ein großer Moment in der ersten Folge von The Contender, wo er über seinen Film spricht und maßlos übertreibt. Ich machte Armdrücken mit einem Kerl und kurz bevor es losgeht, spanne ich meine Muskeln an. Er schaut mir in die Augen, öffnet seinen Mund und ein Vogel fliegt heraus. Boom, drückt er meinen Arm runter. Das ist der Überraschungseffekt. Natürlich war das ein Witz. Aber diese jungen Boxer sagten, wirklich? Und Sly schaute weg und sagte, wir hörten es mit, es ist in der Show. Das war von Sugar Ray Leonard. Sly ist ein richtiger Witzbold.
Es ging darum, ihnen ihre Chance zu geben. Ich wusste nicht, dass es so tief gehen würde. Es ist eine Sache, für einen Kampf zu werben. Wir warben für ihr Leben. Er machte eine Veranstaltung bei sich zu Hause und ich kam und hielt eine Rede. Als es vorbei war, sagte ich zu ihm, ich dachte, Sie seien Republikaner. Warum machen Sie diese Veranstaltung für uns? Und er sagte, ich war immer Republikaner, aber ich mache mir um die Umwelt Sorgen. Wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen, denn wir müssen das Gleichgewicht der Natur wieder ins Lot bringen. Das sollte keine politische Frage sein. Es sollte ein automatisches, klares Ja zu allem sein, was notwendig ist. Er nahm die globale Erwärmung ernst. Er hielt viele Arten für bedroht und meinte, dass viel getan werden müsse. Ich war sehr beeindruckt. Es beruhte alles auf seiner persönlichen Beobachtung und seinen Überzeugungen. Nach der Rede kam er auf die Bühne und sagte, ich glaube, jeder auf der Welt hat gesehen, dass sie einen Schlag einstecken können. Aber ich finde, es ist Zeit, dass sie mal ein paar austeilen. Da ist einer, der hat einen ganz besonderen Job. Jeden Tag ein Kampf. Was kann ich so einem als Andenken geben? Ich holte also diese Original-Rocky-Handschuhe und dachte, die habe ich 50 Mal ins Gesicht bekommen. Ziemlich nostalgisch. Ich gab sie ihm und wusste nicht, ob er nun einfach Danke sagen würde und nächster bitte. Aber er war sehr gerührt. Da dachte ich, endlich, Rocky kommt ins Weiße Haus. Er sagte, die Handschuhe habe ich im ersten Rocky-Film getragen und er signierte sie und schenkte sie mir. Ich halte sie in hohen Ehren. Sie sind heute in meinem Haus in New York, in meinem Übungsraum. Ich sehe sie jeden Tag beim Training. Manche Leute verlieren ihren Schwung und ihre Leidenschaft, wenn sie älter werden. Mir ist das nicht passiert und Sly auch nicht. Es kommt jetzt eine Zeitschrift von uns heraus, die heißt Sly Magazine. Da lasse ich meine Philosophie hineinfließen, wie das Oprah mit ihrer Zeitschrift macht und Martha Stewart mit ihrer. So wie John Kennedy versuchte, mit einem Magazin seine Karriere zu ändern. Es verlangt viel. Schreiben mit Angst. Los, Angst, drehen wir eine Runde. Und irgendwann ist man sie los. Es geht darum, was er gern trinkt, wo er gern Golf spielt und was coole Typen in seinem Alter so wollen und wovon sie träumen. In dem Magazin geht es darum, nicht aufzugeben. Es geht darum, nicht sanft in die gute Nacht zu sinken, umtreten und schreien, wenn die Jahre verringern. Nimm dir deine Chance. Was dir die Natur nimmt, das holen wir zurück. Es geht darum, im Leben aggressiv und initiativ zu sein, auf allen Ebenen und in jedem Alter. Es wird einfach ein etwas ungewöhnliches Lifestyle-Magazin. Ich glaube, er positioniert sich als Künstler mit einem neuen Produkt, das er mit seiner eigenartigen Schönheit füllen kann. Er kann so gut schreiben und so gut Regie führen. Und jetzt fängt er wieder an. Es ist wie eine persönliche Renaissance. Er hatte immer eine gute Nase fürs Geschäft. Er ist ziemlich schlau, wenn es ums Geschäft geht. Was ich am meisten in meinem Leben bedauere, ist, dass ich nicht mehr Regie geführt habe. Einfach, um mehr aus meinem Beruf zu machen. Er hat immer noch diese endlose Lust, etwas noch größer und noch besser zu machen. Er wird frustriert, wie wir alle, aber er prügelt sich immer wieder hin. Körperlich vermutlich der zäheste Mensch, den ich je gekannt habe. Gleichzeitig, auch wenn das viele erstaunen wird, einer der sensibelsten Menschen, die ich je kannte. Und ganz bestimmt einer der klügsten. Er verlangt sehr viel. Er ist äußerst leidenschaftlich. Aber am besten trifft wohl das Wort roh. Und diese Rohheit kam in Rocky und Rambo deutlich rüber. Er hat wie jeder andere auch seine Launen. Ich glaube, es ist nicht leicht, Sly zu sein. Er hat mich nie enttäuscht. Er ist immer lustig. Er war eines der schönsten Dinge, die mir im Leben passiert sind. Herz? Körper? Und Seele?
Er ist ein Widerspruch. Ich denke, er ist charismatisch. Er ist eine starke Persönlichkeit. Man spürt, dass er im Raum ist. Er ist freundlich und aufmerksam. Ich ging in ein Restaurant und sah ihn dort sitzen. Und er hatte so ein Leuchten. Er strahlt Energie aus. Er war erstaunlich. Ich dachte, mein Gott, er ist lustig und interessant. Und er hört mir zu. Und er war wirklich ein unglaublicher Mensch, als ich ihn das erste Mal traf. Er ist ein wirklich großzügiger Mensch. Und er ist warmherzig. Und er ist ein guter Freund. Er ist einer dieser Menschen, mit denen man sich totlachen, die man aber auch gnadenlos auf den Arm nehmen kann. Wo hast du die Stiefel her? Gefunden. Wenn ich ihn sehe, sehe ich Rocky. Ich sag, hey Rock, ich bin dein Bruder. Yo, Adrian! I don't know. Ich denke, wenn ich weitermache, vielleicht trifft ja einer dieser Pfeile, die man ins Dunkle schießt, sein Ziel. Ich hatte viel Glück und das war immer mein Credo, dass man jeden Tag einmal das Unmögliche versucht. Ich mag ihn gern. Er ist ein guter Mann. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ich meine, er ist langweilig.